schön. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder 17 Uhr und voila, unser Social Klar TV, unsere Sendung ist da. Und heute habe ich die liebe Alex wieder an meiner Seite. Ich freue mich wieder. Ich mich auch. Ja. Ich grüße dich. Ja, und jetzt schauen wir wieder mal die nächsten 30 Minuten, was es so Neues aus dem Netzwerk gibt, welche Angebote für Sie auch interessant sein können. Definitiv haben wir heute einiges dabei. Welche Angebote sind denn oder welche Reiseziele haben wir jetzt gleich in der Sendung? Türkei haben wir, die Goldene Sonne, Spanien und Ägypten haben wir. Wow. Also allein auch noch mal über die Goldene Sonne zu sprechen. Gibt es da noch Plätze? Aber nicht mehr viele. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Also wir starten gleich durch und Sie werden jetzt gleich die allerneuesten News hier bei uns hören. So wie du schon angekündigt hast, jetzt kommt die türkische Riviera und da haben wir ein feines Hotel, das Cedar Crown Plaza. Und mittlerweile, ich bin immer so begeistert, das Cedar Crown Palace, richtig, ja. Es gibt ja so viele schöne Hotels bei uns in der Türkei. Aber was mich hier so fasziniert, das ist der Langzeitaufenthalt. Und ich finde es immer wieder spannend, gerade mit Langzeit. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt so in deinem Bekanntenkreis ist. Mhm. Ich höre es ganz oft, dass viele sich wirklich dahin sehnen, mal 3 Wochen am Stück mal Urlaub zu machen. Ich kann es voll verstehen. Also manchmal sehnt man sich auch nach einem längeren Urlaub. Vielleicht will man auch die Hotelanlage näher bestaunen, weil es gibt so viel in den Hotels, die man gar nicht in einer Woche oder so abklappern kann. Deswegen finde ich es umso schöner, dass einem die Möglichkeit auch gegeben wird, einen Langzeiturlaub zu machen. Und da haben wir immer mehr Angebote, Gott sei Dank. Und das für wirklich bezahlbares Geld, 849 Euro. Und das gibt es jetzt noch zum Reiseoutlet, weil das ist schon so gut gebucht. Da haben wir nur noch Restkontingente. Also tatsächlich ab Mai bis März 2024 können Sie sich jetzt hier echt 21 Nächte gönnen. Mit Zimmerupgrade, mit Ultra All-Inclusive, unser Sonnenklatsch. TV Premium Pass ist noch mal mit dabei. Und es waren schon einige Urlauber hier im Hotel. Wir haben es auch schon länger im Programm. Und ich bin jetzt gerade interessiert, was es da so für Meinungen, für Stimmen gibt. Also ich habe mich mal auf die Suche begeben nach coolen Bewertungen. Und ich habe wirklich einige coole gefunden. Zum einen würde ich mit Holiday Check anfangen. Das Hotel hat eine 87-prozentige Weiterempfehlungsrate bei über 11.000 Bewertungen. Und ich habe uns da mal 2 mitgebracht. Zum einen von Gerd und der Sonja. Die waren als Paar da, jetzt neulich vor kurzem im März 2023. Und sie schreiben, eine überdurchschnittliche Hotelanlage, sehr sauberes Hotel. Die gesamte Anlage, einschließlich Privatstrand, ist äußerst gepflegt. Das gesamte Personal ist überdurchschnittlich qualifiziert und um ihre Gäste bemüht. Dann habe ich noch eine Bewertung von der lieben Elisabeth. Und sie schreibt, für mich persönlich ein kulinarisches Highlight. Sie hat uns auch noch ein paar Bilder angehängt von dem Buffet. Und sie schreibt, liegt sehr zentral. Busverbindung nach Side und Manavgat vor der Tür, Shuttle zum Strand, Strandbar, Personal sehr nett. Ja, und dann habe ich mich noch ein wenig auf Facebook umgeschaut. Denn die Hatice war letztes Jahr dort für einen Urlaubschecker. Und der Beitrag kam auch sehr gut an. Es gab nämlich 79 Gefällt-mir-Angaben, 106 Kommentare. Und der Urlaubschecker wurde auf Facebook 13 Mal geteilt. Und da kamen auf einige Kommentare zusammen. Ich habe uns mal wieder ein paar rausgesucht. Zum einen von der Carola, sie schrieb, wir haben mehrere Jahre in diesem schönen Hotel Urlaub gemacht und waren immer zufrieden. Die Helga schrieb, ist die Anlage behindertengerecht? Ich habe einen Rollator. Und daraufhin hat die Hatice, also unsere Urlaubscheckerin, geantwortet auch. Und sie meint, ja, das ist behindertengerecht. Und die Ursel schrieb, wir waren schon da und im Januar kann es auch sehr schön sein. Weiter geht's mit dem Kommentar vom Anni. Super Hotel, Selma ist ganz toll. Die Hatice schrieb dann auch wieder, danke liebe Anni, Selma liebe ich auch. Und der Harald hat gefragt, wie viele Zimmer hat das Hotel Hatice? Und Hatice hat natürlich auch wieder geantwortet mit 513 Zimmern. Und zum Schluss haben wir dann noch die Dorette. Sie schreibt, Hammam immer wieder gerne. Genial. Und zum Schluss habe ich dann noch mich auf Instagram umgeschaut und da habe ich mal ein Video von uns mitgebracht. Da sieht man nämlich den Instagram-Account von dem Hotel. Man muss einfach nur
in der Suchleiste See the Crown Palace eingeben und dann kommt man direkt auf den Kanal vom Hotel. Und da kann man sich auch nochmal andere Inspirationen holen in Form von Bildern. Auch ganz viele Videos gibt es dort. Und ja, also wenn man sich weiter inspirieren lassen will, wie das Hotel vor Ort aussieht oder wie die Meinungen der Gäste vor Ort sind, da kann man auf jeden Fall auf Instagram auch nochmal vorbeischauen. Denn da kommentieren auch ab und zu einige Hotelurlauber, wie sie das Hotel finden oder ja, was sie einfach toll finden. Und zum Beispiel, da hat eine geschrieben, es war so schön bei euch. Und ich finde sowas, es ist einfach mega toll zu sehen, dass das Hotel auch so aktiv auf Social Media ist, weil das wird ja immer beliebter. Und ja, ich finde, es ist auch sehr schön zu sehen, für die Leute mal etwas anderes zu sehen, jetzt außer zum Beispiel Holiday-Check-Bewertungen, dass man sich da auch Meinungen einholen kann. Ja, und das, man hat auch dann tatsächlich so ein Gefühl, so ein Gespür, ob das dann das passende Hotel ist, ob das für den Urlaub auch stimmig ist. Ja. Und das finde ich auch doch immer ganz gut, auf mehreren Portalen zu schauen. Ja, genau. Also dementsprechend wissen Sie jetzt Bescheid, dass da viele gute, positive Stimmen sind. Fein fand ich ja schon mehrere Jahre. Das fand ich auch sehr cool. Ja. Also das waren Stammurlauber, die immer wieder gerne dorthin kommen. Ja, vielleicht wird es bei Ihnen auch so. Also es ist jetzt die Möglichkeit, dass Sie tatsächlich diesen Langzeitaufenthalt hier im See the Crown Palace buchen. Und hier sind die Bilder noch. Die abwechslungsreiche Landschaft der türkischen Riviera erleben. Luxuriös dinieren in stilvollem Ambiente. Märchenhaft urlauben in einem 5-Sterne-Paradies. An einem Ort vereint gibt es das im See the Crown Palace. Und das dürfen Sie ganze 3 Wochen genießen. In der Lobby werden Sie exklusiv begrüßt und erhalten unseren Premium-Pass. Damit finden Sie auf Ihrem Zimmer frisches Obst, eine Flasche Wein, Bademantel und Strandtasche. Unser Upgrade sorgt dafür, dass Ihr Blick vom Balkon auf den Pool fällt. Vom Süß- ans Salzwasser bringt sie mehrmals täglich ein Shuttle. Meeresluft macht bekanntlich hungrig. Das beste Mittel dagegen heißt Ultra All-Inclusive. Greifen Sie 3-mal täglich am Buffet zu und lassen Sie sich mit süßen Verführungen verwöhnen. Ein à la carte Dinner ist ebenfalls dabei. Ein zweites spendiert unser Premium-Pass. Getränke gibt es rund um die Uhr. Setzen Sie Ihrem Urlaub das Krönchen auf im See the Crown Palace. Ja, und hier gibt's noch ein paar Kontingente. Irgendwann zwischen Mai und März 2024 ein beliebtes Hotel der See the Crown Hotelkette. 21 Nächte, Rail and Fly ist dabei, der Flug nach Antalya. Dann haben wir ein Upgrade auf den Doppelzimmer-Poolblick. Ultra All-Inclusive ist die Verpflegung, also Getränke rund um die Uhr sind kostenfrei. Und unser Sonnenklar-TV-Premium-Pass erwartet Sie hier auch noch. Die Bestellnummer ist die 237-782. Und jetzt nehmen wir Sie gleich mit ins nächste Zielgebiet. Da geht's nach Mallorca. So, dieses Angebot erklärt sich schon fast von selbst. Also das war der absolute Top-Seller, unser Angebot des Tages vom Wochenende. Jetzt haben wir noch mal ein paar Mal, Gott sei Dank, Kontingente nachkaufen können. Mhm. Das Ding ab wie geschnitten Brot. Eine komplett renovierte Hotelanlage von der Barcello Hotel-Gruppe. Und das auf Mallorca für 666 Euro. Ja. Also ein super Preis und das sogar noch mit Upgrade All-Inclusive. Ja. Und da waren jetzt schon ein paar in diesem frisch renovierten Hotel. Ja, genau. Und zwar habe ich zuerst mal wieder bei Holiday Check vorbeigeschaut. Das Hotel hat dort eine 83er Weiterempfehlungsrate bei 47 Bewertungen. Und ich habe uns da auch mal wieder 2 Holiday Check Bewertungen mitgebracht. Zum einen vom Alex, er war im September dort. Und er schreibt, schöner, ruhiger Badeurlaub. Wunderschöne Lage an einer Meeresbucht mit feinem Sandstrand und 2 Pools. Ein toller Erholungsort für alle, die es etwas ruhig angehen wollen. Der zweite
die zweite Bewertung schrieb die Anna. Sie war im Oktober dort und sie schrieb: Tolles Hotel, super Lage, wunderbares Essen. Perfektes Hotel, super Lage, sehr guter Service, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir waren wirklich rundum zufrieden und kommen gerne wieder. Und dann habe ich mich auch noch auf die Suche begeben auf anderen Social-Media-Kanälen. Und zwar einmal TikTok. Da gibt es nämlich auch schon Bewertungen und Videos zum Hotel. Hier habe ich mal eins mitgebracht von einer Userin. Und sie war sogar selbst vor Ort tatsächlich in dem Hotel und schwärmt. Und man sieht es vielleicht auch anhand des Videos. Da hat sie einige Eindrücke eingefangen. Ich zeige es nochmal. Und in den Kommentaren schrieb sogar jemand auf Englisch, ob sie denn das Hotel weiterempfehlen würde, weil sie gerade dabei am Überlegen ist, ob sie das Hotel buchen soll. Und die Videoerstellerin hat dann auch geantwortet und sie schrieb dann, ja, ich kann es vollkommen empfehlen. Sie hatte dort eine wunderschöne Zeit und es ist sehr nah am Strand. Und eine zweite Userin schrieb auch dann, it was so nice there, also es war wunderschön und ja, dass sie das auch weiterempfehlen kann. Also TikTok als Quelle für andere Hotelurlauber, die halt dort vor Ort waren, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und dann war ich noch auf Instagram unterwegs, da habe ich auch ein Video mitgebracht. Da sieht man nämlich, was das Hotel alles so postet. Und da sieht man sehr viele schöne Bilder, die sind alle einheitlich aufeinander abgestimmt. Und ja, ich finde, die Bilder sagen schon einiges aus. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Es ist wirklich nah am Strand. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall Inspiration holen, wie das Hotel so vor Ort aussieht. Ja, ist immer eine gute Möglichkeit, da auch gleich mal zu schauen, weil die Bucht, die ist ja so schön, Cala Ferreira. Ja. Das Wasser ist azurblau und sie sind wirklich, wie Alex schon gesagt hat, da leicht oberhalb. Sie laufen einfach nur runter und dann sind sie schon am Strand. Und das macht halt diesen Urlaub auch nochmal besonders. Kleine verträumte Buchten, wildromantische Berglandschaften, kilometerlange Strände. Mallorca ist und bleibt unsere Lieblingsinsel. Und dieses Angebot könnte schon bald zu Ihrem Lieblingsangebot avancieren. Am blau schimmernden Ufer der Cala Ferreira liegt das 4-Sterne Barceló Aqua Marina. Als Mitglied der renommierten Hotelkette erwartet Sie hier Urlaub auf höchstem Niveau. Nach einer Komplettrenovierung seit Sommer 2022 noch dazu in brandneuem Ambiente. Für eine Woche beziehen Sie ein helles und großzügiges Doppelzimmer der Superior-Kategorie. Das Meer, der Strand und die wunderschöne Badebucht sind direkt vor der Tür. Und auch vom Pool aus genießen Sie eine traumhafte Aussicht. Für Genussmomente zwischendurch sorgt dann unser Upgrade auf All-Inclusive. Mit bunten Buffetplatten, Snacks, Kaffee und Kuchen sowie Eis. In puncto Getränke werden Sie bis 23 Uhr kostenfrei an den Bars bedient. Das Barceló Aqua Marina, ein schick renoviertes Hotel auf Mallorca mit dem Potenzial, Ihr neuer Liebling zu werden. Ja, und das gibt's nur noch heute. Also ich kann Ihnen da die Empfehlung aussprechen, am besten in Form einer Option zu buchen. Top-Bewertungen, alles komplett neu renoviert. Ein Upgrade auf All-Inclusive gibt's auch heute noch dazu. Und im günstigsten Fall reisen Sie nach Mallorca hier ins Barceló Aqua Marina für 666 Euro. Ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier ist die Bestellnummer 237957 und es geht gleich weiter mit der nächsten Reisemöglichkeit hier bei uns, bei unserem großen Event. Da sprechen wir jetzt über die goldene Sonne. Ja, die goldene Sonne. Also ich finde, die Zeit galoppiert. Ich weiß noch, letztes Jahr nach der goldenen Sonne die Planung und die ersten Präsentationen. Und jetzt ist es schon April. Ja. Und der 20. So der naht schon. Ja, ja.
das kommt schneller, als man denkt. Mhm, definitiv. Und du hast gesagt, und es ist auch so, es gibt noch ein paar Plätze. Ja. Also wir haben jetzt das Angebot noch für 279 Euro mit 2 Nächten vom 20. bis zum 23. April und mit all natürlich diesen wunderbaren Veranstaltungen und die große Gala am Samstag. Mhm. Also es geht jetzt noch mit ein paar Plätzen zu buchen. Ja, aber schnell sein, kann ich nur sagen. Und gerade die letzten Jahre, das war wirklich, es hat für Furore gesorgt. Und ich habe schon gehört, dass einige wiederkommen. Also die buchen schon von Jahr zu Jahr. Ja. Es ist ja wie so ein großes Familientreffen auch mittlerweile. Ja. Und die haben wahrscheinlich jetzt auch Bewertungen schon reingeschrieben. Oh ja, einige sogar. Und zwar auf Facebook, da haben wir im Januar die Veranstaltung gepostet. Und da sieht man, dass das Hotel, dass unser Post, 117 Gefällt-mir-Angaben hat, 32 pro Kommentare und es wurde 10-mal geteilt. Und wir werfen mal einen Blick rein in die Kommentare. Und zum einen schrieb die Maria zum Beispiel, wir sind auch dabei, freuen uns mega. Diesmal schon zum 5. Mal da. Oh, das siehst du. Ja, und dann haben wir geschrieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, das 5. Mal, wow. Was war denn euer Highlight in all den Jahren? Und dann hat sie geschrieben, da gab es einige und da hat sie uns längeren Kommentar verfasst. Sie schrieb, Henry Maske war ihr Highlight, Christine Neubauer, Hansi Hinterseher, Wolfgang Bosbart, nur um einige zu nennen. Auch die musikalische Einlagen am Vorabend bei der Reisemesse war immer sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig auf diese schönen Tage. Dann habe ich noch weitere Kommentare mitgebracht, zum Beispiel von der Christine. Sie schreibt auch, dass sie dabei ist und sie ist auch schon das 3. Mal bei der goldenen Sonne dabei. Dann noch einmal vom Rainer, er ist auch dabei, er ist zum ersten Mal dabei und ist gespannt, was ihn erwartet. Der Thorsten ist auch anwesend, der Reinhold ist auch zum 3. Mal dann schon da und auch die Ingrid und die Marion sind ebenfalls bei der Goldenen Sonne dieses Jahr dabei. Und dann haben wir noch einige Kommentare von einigen bekannten Persönlichkeiten mitgebracht. Einmal von der Esther Philly. Sie schrieb nämlich, das war großartig, der Knaller. Herzlichen Dank für alles und Glückwunsch an die Preisträger. Lieben Gruß zu euch an Kai. Ich bin begeistert von seiner Anmoderation für mich. Und auch der Paso Doble schrieb, ein wirklich toller Abend. Wir senden euch ganz viel Liebe, Computerliebe. Ja, und ich würde sagen, wenn Sie nichts verpassen wollen, dann schauen Sie auf jeden Fall auf unserem Instagram Account vorbei, der Goldenen Sonne. Einfach in die Suchleiste eingeben, die Goldene Sonne zusammengeschrieben. Und da aktualisieren wir auch immer regelmäßig in den Stories oder in den Beiträgen, wenn es Neuigkeiten zur Goldenen Sonne gibt. Ja, das ist natürlich jetzt schon cool. Da sind viele Stars und John Collins ist auch gemeldet. Ja. Also das wird wieder ein glamouröser Abend, ein fantastisches Feierwochenende. Und da ist ja alles dabei bei diesem Angebot. Also Sie haben wirklich, was Spaß macht, was es braucht, alles hier dabei. Und das Ganze gibt es ab 279 Euro. Und der Film, den wir jetzt vorbereitet haben, schon zum Einstimmen, der erklärt noch mal alles, wo es ist, was alles auf Sie wartet. Und Sie können sich darauf freuen. Wenn der deutsche Astronaut Ulf Merbold lieber auf der Erde bleibt. Wenn Denver-Clan-Beast John Collins die Krallen einfährt und freundlich lächelt. Und die Schlagerlegende Roberto Blanco nicht nur ein bisschen Spaß hat, sondern richtig viel. Dann ist es Zeit für die Goldene Sonne. Unter den diesjährigen Preisträgern Golden Globe-Gewinnerin Dame Joan Collins. Schlagerlegende Roberto Blanco, Politiker und Menschenrechtler Gerhard Baum, Journalistin Alice Schwarzer, der deutsche Astronaut Ulf Merbold, das Musical-Duo Deborah Sasson und Uwe Kröger, Multitalent Marlene Scharell sowie Reisebloggerin Yvonne Ferrer und Schauspieler Samuel Koch. Eine fulminante Show, unter anderem mit Musik von der Münchner Freiheit und Dante Thomas. Die Goldene Sonne. Seit Jahren ein TV-Event der Superlative. Stars aus aller Welt, die Glanz und Glamour ins Wunderland Kalka bringen. Ich freue mich sehr und mir gefällt es so wahnsinnig gut hier am Niederrhein. Es ist eine wunderbare Bühne, es ist eine ganz tolle Kulisse, es ist sehr edel. Es werden tolle Menschen geehrt. Eine Sonne, man bekommt eine Sonne. Vorhang auf,
für die vierstündige Live-Show mit herausragenden Laudatoren und Preisträgern. Übertragen auf mehreren TV-Sendern. Ist das ein irres Ambiente? Mit einer fantastischen Bühnenshow. Einzigartige Künstler, Musiklegenden, Stimmungsmacher. Und Sie können hautnah dabei sein und mit Ihren Stars und Sternchen feiern. Das TV-Event des Jahres. Vom 21. bis 23. April. Erleben Sie einen Hauch Hollywood am Niederrhein oder live in Ihrem Wohnzimmer mit der Goldenen Sonne 2023. Ja, wir fiebern schon hin und alle sind fleißig noch am Vorbereiten. Also Sie können sich schon freuen, wenn Sie schon Ihre Karten haben. Sollten Sie jetzt immer noch am Überlegen sein, es ist jetzt fast schon die letzte Möglichkeit. Es sind noch ein paar Tickets da. Also das Wochenende 20. April bis zum 23. April. Und mit allem, was dazu gehört, mit jeglichen Inklusivleistungen, mit der Gala, mit der Verpflegung. Also alle Informationen finden Sie bei uns auf der Homepage unter www.sonnenklar.tv. Die Bestellnummer für diese Variante ist dann die 232126. Und ich habe noch was mit einem Ausflug, wenn das für Sie auch noch interessant ist. So, das ist diese Variante ab 319 Euro. Da ist der Ausflug Emmerich am Rhein dabei. Das findet dann am Samstagvormittag statt. Und dann haben Sie wirklich eine Schifffahrt auf dem Rhein und eine Gästeführung dann. Dann werden Sie noch einige Geschichten dazu hören. Sie haben noch freie Zeit an der Rheinpromenade, um in Emmerich zum Bummeln. Gibt es schöne Cafés. Also was, wenn das auch noch für Sie eine Möglichkeit ist, dann buchen Sie hier. Ich habe gerade eben noch mal Alex gefragt. Da ist tatsächlich noch mal wenig Plätze, aber es geht auch hier noch was. Also das wollen wir Ihnen auch noch mal zeigen, diese Option. 237303 ist dann die Bestellnummer mit dem Ausflug und das Komplettprogramm natürlich zur Goldenen Sonne vom 20. April bis zum 23. April. So, hier erwartet Sie der absolute Verwöhnurlaub. Da geht es um Wellness, um Entspannung, Sonne, Strand, Meer, Genuss. Also all das ist hier dabei bei zwei Wochen. Es geht ans Rote Meer, in die Makadi-Bucht, in unser beliebtes La Branda Royal Makadi. Das ist eins der 5-Sterne-Hotels dort. Und ja, hier können Sie auf jeden Fall mit ganz vielen Inklusivleistungen rechnen. Wir werden gleich noch mal drauf eingehen. Jedenfalls ist dieses Hotel schon so gut besucht, auch mit vielen Stammgästen. Ja. Da sind so viele Bewertungen da, gell? Da findet man recht viel auch so in den sozialen Netzen. Ja, diesmal habe ich bei TripAdvisor vorbeigeschaut. Dort hat das Hotel nämlich eine 4,5 Punkte bekommen bei über 3.900 Bewertungen. Und es ist sogar Nummer 17 von 37 Hotels in Makati Bay. Und ich habe uns mal als Beispiel eine Bewertung mitgebracht. Einmal von der Jasmin K. Sie schrieb, wunderschöner Urlaub, sehr schöne Anlage, die Mitarbeiter sind sehr kompetent. Strandbereich ist schön zum Ansehen, Abendprogramm ist gut durchdacht, Essen schmeckt sehr gut und immer ein sehr großes Buffet. Entertainment ist sehr gut gewählt. Und dann habe ich auch mal wieder bei Instagram vorbeigeschaut, denn das Hotel findet man auch auf Instagram. Auch wieder hier den Namen einfach eingeben und da sieht man einfach aktuell, was das Hotel momentan so postet, beziehungsweise was die Gäste denn so vor Ort alles posten. Das kann man dann in deren Stories sehen. Das ist dann beim Profilbild, da klickt man einfach drauf und die Stories sind 24 Stunden ansehbar. Genau. Und wenn man selbst vor Ort ist, dann kann man das Hotel auch taggen, also einfach markieren. Und das Hotel in der Regel wird den Post dann eigentlich auch immer reposten. Und auch hier auf dem Instagram-Kanal gibt es auch zum Hotel tatsächlich einige Kommentare von Besuchern, wie sie das Hotel fanden. Also vorbeischauen lohnt sich da auf jeden Fall.
Ich habe mal ein paar Kommentare von verschiedenen Videos mitgebracht, einmal von der Gabi Fischer. Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder Ende Dezember zwei wunderschöne Wochen im La Branda zu verbringen. Die Welka 881 sagt, wir kommen im April wieder. Und eine Userin hat sogar ihren Honeymoon dort, und zwar in 30 Tagen, beziehungsweise jetzt dann bald sogar. Und es gibt auch sehr viele internationale Kommentare von der Andrea. Sie schreibt zum Beispiel, dass sie das Hotel total vermisst und auch das Team. Und die Laura ist dann auch bald wieder dort vor Ort in 25 Tagen. Und allgemein sind die Bewertungen auf den sozialen Medien beziehungsweise hier jetzt auf Instagram immer sehr positiv. Ja, das ist auch so ein Klassiker hier bei uns. Sehr beliebt, dieses Haus. Und gerade jetzt mit diesem Paket, ich finde das so genial. Sie können sich jetzt zwei Wochen Urlaub gönnen, unter 1000 Euro. Wir haben ein Wellness-Paket dabei mit 7 Anwendungen. Wir haben ein Romantik-Paket dabei, ein Zimmer-Upgrade auf ein Doppelzimmer-Superior-Poolseite und die All-Inclusive-Leistung, die erwartet Sie auch noch. Also wenn Sie Lust jetzt haben, die Bilder anzusehen, dann wollen wir Ihnen natürlich diesen Wunsch erfüllen. Denn auch das haben wir mitgebracht. Ja. Die Bewertungen haben Sie ja bereits gelesen und da gibt es auch ganz viele Stammgäste, die gerne immer wieder dorthin reisen. Weniger ist mehr, lautet ein bekanntes Credo. Bei uns jedoch bekommen Sie mehr Leistung für weniger Geld. An der sonnengeküssten Makati Bay spendieren wir Ihnen ein Wellnessprogramm sowie ein Romantikpaket für Sie und Ihren Schatz. Das sind Ihre zwei Wochen Ägyptenurlaub mit ganz besonders vielen Extras. Südlich von Hurghada, entlang des Privatstrands am Roten Meer, erstreckt sich das 5-Sterne La Branda Royal Makati. Beste Strandlage. Diese Auszeichnung geben ehemalige Gäste dem Resort. Kein Wunder, nicht wahr? Doch auch die Aussicht aus ihrem Superior-Zimmer wird sie verzaubern. Ihr Schlafgemach liegt dank unseres Upgrades zur Poolseite. Unser Romantikpaket beschert Ihnen Käse und Wein plus ein romantisches Frühstück ans Bett. Auch ein à la carte Dinner sowie einmal Wäscheservice sind Teil des Geschenks. Zeit zu zweit genießen Sie auch in der weitläufigen Anlage. Ob an einem der blau schimmernden Pools oder am flach abfallenden Sandstrand des La Branda Royal Makati. Überall können Sie Sonne tanken, ein gutes Buch lesen und die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Eine Ode an die Entspannung ist auch Ihr Wohlfühl-Highlight, das sich mit ins Angebot gesellt. Im Spa erwartet Sie ein Wellnesspaket im Wert von rund 300 Euro pro Zimmer. Bestehend aus 7 Anwendungen pro Person. Mit dabei Aromatherapien, ein türkisches Bad und verschiedene Massagen, die jede noch so kleine Verspannung lösen werden. Ihren Appetit stillen abwechslungsreiche Buffets, Snacks und Getränke bis Mitternacht im Rahmen von All Inclusive. Dreimal dürfen Sie auch an der beliebten La Branda Promenade dinieren. Kommen Sie mit uns ins La Branda Royal Makati und erhalten Sie mehr Leistung für weniger Geld. So, jetzt haben wir für Sie noch mal die Zusammenfassung. Vielleicht haben Sie gerade Lust, mit diesen ganzen Inklusivleistungen an die Sonne zu kommen, ans Meer und in diese wunderschöne Makati-Bucht, ins traumhafte La Branda Royal Makati. Das dürfen Sie, das ist eins der Oster-Specials übrigens. Hier ist die Bestellnummer 238058 und die Reisezeit, die geht ab Mai los bis April 2024. Und ich habe gleich noch eine weitere Variante für Sie. Die Kombination aus Nilkreuzfahrt und eine Woche La Branda Royal Makati Badeurlaub mit dem Romantikpaket, mit dem Zimmerupgrade, mit All-Inclusive, all das ist dabei in der zweiten Woche. Und in der ersten Woche haben Sie eine Woche auf einem Premium-Nilkreuzfahrtschiff in der Außenkabine mit Vollpension. Und alle Transferleistungen sind natürlich hier auch enthalten. Ab 899 Euro gibt es diese Kombination. Die Bestellnummer dazu ist die 237548. Ja,
Ja, es ist immer so kurzweilig und ich finde es schon interessant, auf wie viel verschiedenen Kanälen man sich heutzutage Informationen holen kann. Ja, und gerade TikTok, ich bemerke das immer mehr, kommt extrem. Also TikTok macht schon Sinn mittlerweile, dass man sich da auch anmeldet. Total, ja. Wir posten da auch regelmäßig Videos. Und man merkt total, dass es da auch sehr gut ankommt. Ist ja auch mal ganz gut, um da mal hinzuschauen und da mal vielleicht vermehrt mal sich zu informieren. So, jetzt hast du was mitgebracht. Ich bin ja schon ganz gespannt. Und zwar haben wir uns zum 1. April auch einen kleinen Scherz erlaubt. Das war ein Video und der Titel war Neueröffnungsspezial im Metaverse. Und ich würde sagen, vielleicht schauen wir erstmal ins Video rein, bevor wir die Kommentare uns angucken. Denn runterladen und runterkommen. Ja. Willkommen im Metaverse, wo die Grenzen zwischen Realität und Virtuellem verschwimmen. Tauchen Sie ein in das 5-Sterne Digital Bit Beach Resort und erleben Sie eine Welt der puren Entspannung und Abenteuer. Verbringen Sie 7 traumhafte Nächte im Doppelzimmer Megahertz mit einem möglichen Upgrade auf die Suite Gigahertz, solange der Datenvorrat reicht. Zur Begrüßung bekommen Sie vom Hotel-Admin eine Zip-Strandtasche und in Ihrem Zimmer erwartet Sie einen Obstkorb und Cookies in Größe von 24 Kilobyte. Genießen Sie eine Ultra-All-Inclusive-Verpflegung mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet bis 500 Megabyte sowie Mittag- und Abendessen am Buffet je bis 750 Megabyte. Naschen Sie nach Herzenslust an der Bit-Snackbar und kosten Sie ausgewählte lokale alkoholische und alkoholfreie Getränke von 5 MB bis 10 MB pro Getränk. Das Abenteuer ruft mit unserem exklusiven Ausflugspaket. Entdecken Sie das Deep Web auf einem geführten Deep Dive, nur für Erwachsene. Oder besuchen Sie unsere High-Speed-Surf-Schule, möglich ab einer Upload-Geschwindigkeit von 50 Mbits. Maximaler Spaßlevel erreicht. Wenn der Hunger Sie packt, sind wir vorbereitet. Mit 2 Abendessen in unseren ausgewählten à la carte Restaurants, dem berühmten Fishing Fritz mit seinen besten Fishing-Gerichten und dem Burger Dropdown-Menü, bekannt für sein äußerst ausführliches und übersichtliches Menü. Ganz leidenschaftlich wird es am Abend. Fangen Sie den Zauber des Abendrots der Strände ein, bei einem romantischen Fotoshooting mit einem Hologramm des Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Sie können alle Fotos als JPEG und RAW downloaden. Zu statisch? Na dann schnuppern Sie rein in unseren beliebten Tanzkurs Algorithm of Your Life. Escape Reality und Enter Urlaubsfreuden. Auf dem Zimmer können Sie mit einem deutschen TV-Programm inklusive Adblogger entspannen. Wenn der Strand Sie ruft, haben Sie die Möglichkeit, sich mit unserem Beach Day Pass für 250 Kilobyte zusätzliche Entspannung zu gönnen. Lassen Sie sich diesen digitalen Traum nicht entgehen und buchen Sie jetzt ab 0,0016 Bitcoin. Wir freuen uns darauf, Sie im Metaverse So habt ihr unsere, unsere Fans in den April geschickt. Ja, also es ist vielleicht gar nicht mal so weit weg gedacht. Also vielleicht eines Tages gibt es ja sowas. Alles von zu Hause aus. Ja, genau, mit einer VR-Brille setzt man sich hin und kann sich dann alles digital anschauen. Noch ganz kurz, sind ein paar Kommentare reingekommen. Erzähl mal ein paar. Und zwar die Sandra hat geschrieben, also wir haben nämlich bei der Telefonnummer ein paar Ziffern eingeschmuggelt. 32168. Ich weiß nicht, vielleicht für die Münchner ist es ein Begriff. Wer es nicht weiß, kann es ja gerne mal googeln. Und zum Beispiel auch die Alex schrieb, noch scherzt ihr, so weit sind wir nicht mehr davon entfernt und lacht. Und auch auf Facebook gab es einige Kommentare. Die Ellen wusste sofort, dass es ein Aprilscherz ist. Auch die Dorothea war sich bewusst, dass es ein Aprilscherz ist. Und Gabby schrieb dann, der April macht, was er will, zumindest am 1. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Aber ihr habt schon auch immer wirklich prickelnde Ideen. Ja. Wer sich das ganze Video nochmal anschauen will, das gibt es auf YouTube, auf TikTok gibt es, auf Instagram und auf Facebook. Da kann man sich nochmal die ganzen Easter Eggs, die wir eingebaut haben, nochmal genauer anschauen. Wunderbar. Vielen Dank auch wieder hier von euch, vom Social Klar TV Team. Ja, sehr gerne. Und bei uns geht's weiter im Programm, auch wieder mit realen Reisen. Ja. Und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Und bis bald, liebe Alex. Ciao.